Moinsen, herzlich willkommen zum 6:15 und damit zu Road to Shillabin. Es geht in die nächste Runde und ich bin begeistert, dass es in die nächste Runde geht, denn wir machen wieder die Pokéjobs. Im letzten Teil haben wir ja die Stadt Score City endlich erreicht und hoffentlich werden wir heute etwas hier erleben. Wir werden natürlich die Stadt uns erkunden, dementsprechend für die einen oder anderen vielleicht nicht der sinnvollste Part zu gucken, aber wir werden die Stadt dementsprechend erkunden. Stopps sind erledigt. Ja, im letzten Teil haben wir die Jobs losgeschickt. Heute werden wir den ganzen Pokémon uns wieder begegnen und erstmal Hallo sagen. Hallo Pokémon, ihr seid wieder da. So, 36.000 Erfahrungspunkte, definitiv viele Punkte, 2 Flottbälle erhalten. Wir werden natürlich am Ende der Session wie immer das machen, dass wir am Ende der Session natürlich die Pokéjobs wieder aktivieren. Und ich hoffe, dass wir heute wieder weit kommen. Fragen, Äußerungen, ähnliches gab es nicht zur letzten Session. Das heißt also, ich brauche auf nichts eingehen. Wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Wünsche oder irgendwas anderes, haut sie raus. 3 Beleber kriegen wir umsonst, super. Haut sie raus. Es ist hier nicht verboten, irgendwas zu fragen. Natürlich, wer das jetzt sehr viel im Nachhinein sich erst anguckt, auch das kein Problem. Ich werde höchstwahrscheinlich dann in den Kommentaren euch antworten. 56.000 Erfahrungspunkte. Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Leuchtstein ist gut. So, Käfer-Pokémon. Käfer-Pokémon, Elektro-Pokémon. Unsere Elektro-Pokémon haben auch einiges geschafft, gute Arbeit geleistet. Kriegen dafür 46.000 Erfahrungspunkte. Leute! 8.000! Na, das ist eben das, was ich jedes Mal sage und euch auch immer wieder ans Herz lege. Macht die Pokéjobs, die kriegt Erfahrungspunkte. En masse. Seht ihr. Na, 25.000 Erfahrungspunkte. Ist jetzt nicht gerade wenig. Wir kriegen einen Mondstein. Ihr kriegt auch immer noch ein Gimmick dazu. Das könnt ihr gegebenenfalls verkaufen, wenn ihr sagt, ach, das brauche ich nicht. Ja, unsere Pflanzen-Pokémon haben da schon sehr viel erreicht. Und zwar 25.000 Erfahrungspunkte. 6.000 Pokédollar und dann die letzte Pokéjob. Ja. Wir werden, wie gesagt, heute etwas durch die Stadt schlendern, etwas gucken. Ja, Drachen-Pokémon hatten wir leider nicht so viele mehr. Da haben wir leider nur, sage und schreibe, 4 Stück. Und kriegen trotzdem sehr viele Erfahrungspunkte. Sehr schön. Und FM will uns was geben. 2 Ether. Perfekt. So. Dann natürlich habe ich die letzten Male jedes Mal nicht getan. Die ID soll ich jedes Mal mal machen. Habe ich vergessen. Sorry. Danke für den Hinweis. Und wir haben was gewonnen. Und zwar, Belektro hat die Nummer. Und das bedeutet, 4. Platz bedeutet Kumbo. Das ist eher, ja, aber passt schon. Super. Gut, also wir gucken uns um. Wir machen natürlich heute auch etwas style-technisch Neues. Selbstverständlich. Ich würde fast schon sagen, dass wir als erstes nach unten gehen. Wir gehen als erstes unten. Wir können ja mal gucken. Also hier gibt es, glaube ich, viele Leute, die viel zu quatschen haben. Aber ich glaube, einige Leute haben auch wichtige Sachen mit uns zu quatschen. Bin ich sicher, warst du das? Verlieren gehört zum Leben dazu. Wichtig ist es, dass man wieder aufsteht. Nee, doch nicht. Mein Pokémon ist super fotogen. Wenn wir Selfies machen, lächelt es immer so extra süß. Ich knipse so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich kleine Glücksmomente in Konserven. Ja, wenn ihr natürlich auch sowas haben wollt, Glücksmomente in Konserven, Pokémon Snap. Dieses Pantymos heißt Alex und es ist super cool. Super cool ist. Pose. Habt ihr das erzählt? Ist doch toll, dass wir mit so riesigen Pokémon friedlich zusammenleben können. Okay. Guten Tag. Hallo. So, habt ihr das erzählt? Hallo? Ja, ich habe noch Stadion-Tickets gekriegt. Komm rüber! Okay. Dann nehmen wir das mit so lange. Top-Beleber. Einfach so. Liegt hier rum. Dann ist es so. Ich habe ja noch nicht einmal meine Geschwister unter Kontrolle. Keine Ahnung, wie manche Leute es schaffen, 6 Pokémon gleich zu trainieren. Ja.
Guck dir das Let's Play vom Immon615 an. Der kann das. So. Dann ist anscheinend die Leute, die hier sind, relativ unrelevant. Unrelevant. Hier ist der... Ups. Hier ist der Shop. Gut, dass ich da nochmal vorher geguckt habe, bevor wir hier irgendwas gemacht haben. Ich habe vergessen, im letzten Teil die Pokémon zu heilen. Ungewöhnlich, dass ich... Normalerweise gehe ich doch immer als erstes hier hin und dann verabschiede ich mich doch. Und dann gehe ich doch durch den Pokéstop. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir gleich Lashoking wieder nach vorne, weil wir wissen ja, dass unsere Gegner Pokémon viel Pokémon sind. Ja, Fahrrad fahren können wir immer noch nicht. So, Lashoking auf 1. Schoki ist jetzt mittlerweile so groß gelevelt, dass wir ihn erstmal etwas zur Seite legen. Aber wir hatten ja auch viele Vorteile mit den Feen-Pokémon. Die werden wir in der nächsten Zeit wahrscheinlich eher weniger haben. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir ihn jetzt erstmal schon mal hoch gelevelt haben. So, haben wir hier noch was Nettes? Was sagst du? So viele Leute, ich hätte mich verlaufen, aber zum Glück gibt es die Flugtaxis. Okay. Mebresna. Mebrana. Entschuldigung. Mebrana. Hast du viel. Du hast viel zu viel gefuttert. Geht's dir gut? Ja, der futtert ja Musik. Unser Hotel ist auf die Pokémon angewiesen, die für Pokéjobs vorbeischauen. Okay. Also, es gibt bestimmt irgendeine Art von Arbeit, die ich besser erledigen kann als Pokémon. Warte, mir fällt gleich was ein. Ja, ich kämpfe so lange. Willkommen. Ja, ich kann jetzt Süßes kriegen, wenn ich einmal pro Tag kämpfen möchte. Das will ich. Und los. Natürlich könnt ihr die auch immer alle mitnehmen. Wie gesagt, wir haben sozusagen alle immer mitgenommen hier. Die Level sollten jetzt eigentlich ungefähr mit meinem Level sein. Jupp. Und machen wir mal Gift Shock, ne? Gift Shock. Sabalione. Und ja, Präzisionsschuss auf Pokusan. Okay, das ist... Oh, okay, Volltreffer. Ich wollte schon sagen, das ist aber richtig heftig. Okay, Donnerblitz ist natürlich schlecht. So, Psychokinese. Na, zieht nicht so viel dadurch, dass er einen Psychotyp noch hat. Das ist das Gute, wenn du so einen Pokémon hast, was du hast, der Psychoattacke. Oh Gott, wirklich. So, dann machen wir mal den Präzisionsschuss, damit Sabayone wenigstens jetzt weg ist. Was hat er, Jone? Na, Elektroattacken. Lassen wir es mal lieber bleiben. Tschüss. Diese gefühlt 1 KP-Geschichte, ey. Das ist so ein Aufreger. Das ist immer wieder aufs Neue doof. Nächste Level-Ups. Lushoking Level 54 und Elektro Level 59. Genesung ungefähr. Sowas habe ich erwartet. Sehr schön. Genauso ungefähr habe ich es erwartet, deswegen hatte ich tatsächlich den Präzisionsschuss wirklich eher auf Samarione gesetzt, weil ich gedacht habe, ne, vielleicht kommt da sowas wie Genesung oder so. Und dann hast du natürlich die Pokarte, wenn du nicht falsch auswählst. Und so haben wir alles nicht gemacht. Hey, na, wie bist du mit der schweren, bitteren Note unseres dieses Kampfes zurechtgekommen? Ich bin da. Der Kampf war so prickelnd wie ein Glas Sananas. Hier, ja, das versprechende Vergnügen. Spezialität. Ich glaube, Spezialität haben wir schon, ne? Schade. Hätte ja sein können, dass da irgendwas Tolles rauskommt, aber nein. So. Gehen wir als nächstes in der Boutique. Schönen guten Tag. Boutique. Hier gibt es wieder ganz viele Sachen. Interessanterweise sind die aus meiner Sicht immer... da sind die sehr teuer. Aber diese Sachen kann man eventuell nicht mehr holen. Wir haben ja genug Geld. Längst ein Muster. Ich war gerade echt am Überlegen. So, Leggings mit Muster? Schuhe. Nimm mal warm. Das sieht cool aus. Jo. So, Rucksack.
Eisrucksack ist. Die werden wir vielleicht auch alle holen. Zumindest die klassischen Taschen hier, die Sporttaschen. Irgendeine Tasche war dabei. Ich glaube, die war hier, die ich dachte, dass ich sie haben möchte. Aber sie ist nicht, die ich haben möchte, dann halt nicht. So, Caps. Haben wir hier klassisch die Caps. Und ja, das ist natürlich sehr sinnvoll. So ein Strickbarett. Natürlich werden wir Strickbarett in blau, in grün holen. Klar. Eine neue Cap. Handschuhe. Karamellfarbene Handschuhe. Manchmal muss man die dann auch sich da angucken. Giftiges Rot. Giftiges Rot sieht schön aus. Giftiges Rot nimmt er. So. Ja, Trainingsjacke. Da sehen alle so aus. Aber das sieht cool aus. Oder? Oder in Rot. Ja, komm. Nimm es gleich in Rot. Ich weiß, wie teuer es ist. Ja, ja. Ihr sagt so von wegen, oh Gott, immer und warum um Himmels Willen gibst du so viel aus. Ja, ist alles schon, ist alles im grünen Bereich. Ihr versteht, ne? Grüne Bereich. Trainingshosen lassen wir mal so. Ich hatte so ein bisschen erwartet, dass es noch ein bisschen was anderes gibt. Aber hier anscheinend. Einfach beenden. Guck, jetzt sehen wir wieder ganz Style Meiler aus. Also das ist doch mal jetzt was ganz Neues, ne? Der immer wieder mit ganz neuem Style. Ja, und natürlich ist es auch so. Ich habe ein Autogramm von Mary bekommen. Gerade eben. Ich werde es hüten wie meinen eigenen. Jo, mach das. Friseur. Schönen guten Tag. Willkommen, was können wir tun? Haare. Einen Platz. Jo, was darf es denn heute sein? Wir machen heute mal wieder was ganz anderes. Dadurch, dass wir eigentlich Kurzhaarfrisur. Kann man machen. Vielleicht Frisur hatten wir schon mal. Seitenscheitel, glaube ich, hatten wir noch nicht. Nehmen wir den mal heute. Nein. Heute mal. Und wir nehmen, ja, diesmal keine abstruse Farbe. Wir nehmen so beige blond, platinblond, das ist ein bisschen zu hell. Braun pink, das erinnert mich an, oh, wie hieß der? War auch, glaube ich, irgendein Rivale mal. Der hatte auch so ein komisches braun pink. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, auch von der Pokémon. Pokémon-Generation. Nehmen wir mal tatsächlich dunkel. Ja, ja, Seitenscheitel rot und braun. Nope. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Es sieht so aus. Boah, geht doch, ne? Boah, mit Kopfbedeckung. Geht doch. Liga-Karte aktualisieren, selbstverständlich. Oder so kann man unsere Mütze richtig schön sehen. So, da haben wir uns jetzt ein bisschen gestylt und dann gehen wir mal hier in die Region hier rüber, in Richtung Hotel. Ja, das heißt also, die sich tatsächlich diesen Teil hier überskippen, weil sie sagen so von wegen, ach, immer irgendwie interessiert mich das nicht, wie die Stadtkultur ist. Ja, kein Ding. Luftballon. Luftballon ist sinnvoll tatsächlich bei Pokémon-Kämpfen gegen Boden-Pokémon. Jetzt denkt ihr so von wegen, warum um Himmels Willen? Hä? Gibt man ihnen ein Pokémon zum Tragen, fängt es an zu schweben. Wird es getroffen? Platz der Ballon. Ja, gegen Boden-Pokémon. Super Geschichte. Man kann ja vieles wechseln. Job, Presse, die Unterwäsche, schön und gut. Aber ein Fan wechselt niemals seinen Lieblings-Challenger oder sein Lieblings-Pokémon. Ich kenne viele, die auch Lieblingsfußballvereine haben, die sich wechseln. Erst das Team und dann später das Team oder erst das Heimatteam und dann das andere Team und das. Man kennt das, die Leute sind immer ein bisschen. Naja. Riesennugget gefunden. Das gibt's hier hinten in der Ecke. Dann haben wir hier ein Flugtaxi. Schönen guten Tag.
Dein Flugtaxi für Score City ist schon zur Stelle. Wo wollen wir dich denn? Wo sollen wir dich denn hinbringen? Ja, braucht ihr nicht. Gehen wir mal ins Hotel rein. Das Hotel wird für eine spätere Session oder besser gesagt einen späteren Moment wichtig, relevant. Jetzt momentan eher nicht, aber mal gucken. Ich reise gerne auf meinem Vaskarfil. Hör nicht auf meine Frau. Sie hat wirklich an allem etwas auszusetzen. Ich habe auch an vielen was auszusetzen, aber es ist oftmals auch dann sinnvoll, dass man was auszusetzen hat. Hi. Diesmal sind wir nicht im Privatjet, sondern auf einem Vaskarfil nach Gala geflogen. Die Reise war, gelinde gesagt, etwas anstrengender als sonst. Oh, hi. Wir Portiers haben es nicht leicht. Sieh dir die ganzen Leute an, die hier ein- und ausgehen. Und trotzdem darf ich mir keinen einzigen Fehler erlauben. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenigstens haben wir Pokémon, die uns bei der Arbeit helfen. So, Aktion. Gerade stehen, vornehm lächeln, auch wenn der Schuh noch so sehr drückt. Der Sekunde einfach. Wir freuen uns, Sie im Laros Ronde willkommen zu heißen. Bitte fühlen Sie sich ganz wie zu Hause, ganz zu Hause und genießen Sie unseren weltberühmten 5-Sterne-Service. Okay. Ich gehe meine Berufe als Empfangsdame mit den professionellsten Ansprüchen an. Ich helfe Menschen wie auch Pokémon, selbst wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Es gibt ja auch einige Leute, die auch von außerhalb kommen, ne? Beispielsweise Französisch, Italienisch, Spanisch sprechen. Ein Match wird gleich viel interessanter, sobald Promis im Publikum sitzen. Findest du? Ich nicht. Ich bin auf Einladung von Kosmos hier, um mir einige Matches anzusehen. Okay. So, dann ziehen wir mal weiter. Hier theoretisch Pampross. Was gibt's hier zu erzählen? Dieses Pokémon hier hat uns ganz brav bis ins Feld. Okay. So ein tüchtiges Pampross. Es beschwert sich nie, egal wie viele Leute es schleppen muss. Ja, Pampross, das machst du schön. Du bist ein vorbildliches Pokémon. Warum können nicht alle Pokémon so vorbildlich sein? So, dann gehen wir hier lang. Da geht eigentlich in der Regel immer niemand lang. Also ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen, dass hier irgendwer mal lang geht. Wieso gibt es auch Items, ne? Unter anderem Klumpen Giftschleim. Was ist Klumpen Giftschleim? Eigentlich ein sehr gutes Item. Ein Item zum Tragen, das einem Gift-Pokémon nach und nach KP zurückgibt, anderen Pokémon aber Schaden hinzufügt. Richtig, das heißt also, wenn wir einen Pokémon Typ Gift haben, das wie Lushoking ist, ich glaube Lushoking ist hauptsächlich Gift, sehr schön, können wir ihm theoretisch das geben. Es läuft wie die Muschelglocke, die wir ja auch haben. Im Endeffekt KP-technisch kriegst du ein paar KP dazu. Ist definitiv eine gute Geschichte, auch vielleicht für später. So, ich glaube, hier gab es noch ein Item hier im Ganzen, das ich hier brauche. Ja, glaube ich, war das, oder? Ne, danke. Okay. Dann war es doch nur das da, dann kommt das später nochmal. Aber hier geht keiner eben lang, ne? Und jetzt seht ihr, hier kann man lang gehen und dann kann man hier runter gehen. Wir gehen auch in jedes Haus. Oh, hallo. Toll, Resladero. Echt super. Aber versuch doch nächstes Mal noch etwas entschlossener zu sein. Es will da auch vom Regal runterspringen. Also, ich weiß. So, guten Tag. Oho, wie ich sehe, hast du eine Smart-Rotom und ein Fahrrad. Das heißt, du willst. Dann weißt du bestimmt, dass Rotom gerne in verschiedene motorbetriebene Geräte schlüpft, oder? Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann kämpfe gegen mich und meine Rotoms. Okay.
Du wirst gleich Bauklötze staunen. Ich zeig dir, wie vielseitig Rotom sein kann. Okay. Ja, Rotom, das Pokémon, was tatsächlich immer unterschiedliche Typen hat. Aber ein Typen hat es immer gleich. Und das ist geil. Und ja, dementsprechend, also es sollte eigentlich hier großkartig kein großes Problem sein für uns. Lichtschild, ja okay, dann ergibt das natürlich. Spezialattacken, das macht die Sache natürlich unnötig schwierig. So, das ist das Pflanzen-Rotom. Nimmelibero. Jedes Rotom hat einen unterschiedlichen Typ. Das der Typ hier ist, ich glaube, Pflanzegeist. Voice-Wechsel. Klasse. Ja, natürlich bringst das Wasser, Rotom. Ist richtig. Ist richtig. Versuchen wir es trotzdem. Ich hoffe, dass das Levelunterschied trotzdem etwas bringt. Der Levelunterschied bringt doch etwas. Nicht sehr effektiv, aber ein Volltreffer. Saubere Geschichte. Wasser-Rotom besiegt. So, jetzt kommt der Rotom. Und das ist dieses Mal wieder das ganze Rotom. Ja, das ist ja... Das hat ja eh nichts zu lachen gegen Feuerball. Oder doch? What? Wieso? So, Rotom wechselt wieder. Dann wird es das Feuer-Rotom sein, ist wahrscheinlich. Und die Antwort lautet... Es ist... doppelten... Sie können eigentlich nur Feuerball einsetzen. Wirklich gerade so, wirklich. Also, die anderen Attacken bringen entweder gar nichts oder... so gut wie nichts. Natürlich gegen das Feuer-Rotom ist das nicht so effektiv, weil es ist ein Feuer-Pokémon. Aber das ist jetzt die ganze Zeit Voltwechsel einsetzt, ist auch sehr interessant. So, Lichtschild hört auf. Ja, Feuerball sollte jetzt das bitte umbritzeln. Dankeschön. Kapäm! So. So, weiter Erfahrungspunkte. Wie gesagt, die Währung brauchst du. Andere Sachen eben wegen seinem Typ Geist können wir keine Kopfnuss machen. Und deswegen machen wir einfach den Feuerball und dann passt. So. Wie gesagt, nicht sehr effektiv, aber macht nichts. Es ist zumindest interessant, zu jetzt auch hier einen Trainer zu sehen, der eben verschiedene Rotoms hat. Und ja, es gibt diverse Rotom-Arten. Werden wir alle Rotom-Arten holen? Nö. Kurz knapp, nö. Theoretisch kann man das aber hier machen. Aber Rotom ändert doch seinen Typ und seine Attacken. Die Form wechselt. Das stimmt. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr sinnvoll. Sehr kompatibel und sehr viel zu ändern. Du hast all meine Rotoms besiegt. Bei dir ist dieser Katalog besser aufgehoben. Welt Rotom-Katalog. Mhm. Rotom-Katalog. Ein Katalog, der Rotoms Lieblingsgeräte auflistet. Mit diesem Katalog kann Rotom in Geräte schlüpfen und sie wieder verlassen. Mit einem Rotom-Katalog kann Rotom in verschiedene Haushaltsgeräte reinschlüpfen. Und sie natürlich jederzeit wieder herauslassen. So. Dadurch, dass wir das nicht vorhaben. Aber tendenziell ist es eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Solltet ihr machen, falls ihr verschiedene Pokémon haben wollt, die auch einen guten Typ-Bonus haben. Ist nur das. Es kann zwar wehtun, wenn einem so deutlich vor Augen geführt wird, wer der Sieger, wer der Gewinner und wer der Verlierer ist. Aber es ist auch eine gute Chance, sich ein Bild von der eigenen Stärke zu machen. Ja, das ist richtig. Bis vor kurzem war ich auch dieser Überzeugung. Ich möchte euch darüber reden. Ach, Mann. So, hi Künstler. Ich suche nach einem Montineva. Du zufällig eins? Wenn ja, dann tausche ich es gegen mein Duraludon. Ich habe Duraludon. Wenn du deine Meinung änderst, dann komm bitte wieder. Ihr habt gesehen, wo ihr Duraludon fangen könnt. Also eher ein semi-optimaler Tausch.
Ich habe keine Zeit mehr, alle Bücher im Regal noch mal zu lesen. Deswegen erfülle ich mich stattdessen an den Erinnerungen, die hochkommen, wenn ich mir die Bücherrücken ansehe. Habt ihr das auch bei Filmen und DVDs? Habt ihr das auch, wenn ihr dann einen Film seht und sagt, ah ja, die Szene, die war gut. Gibt ja einige, die das sowas haben. Wenn ich es schaffe, beim Finale auf dem großen Monitor im Stadion zu erscheinen, wird das mein weltweiter Durchbruch. Ich glaub eher nicht. Glaub mal dran, aber... Was hast du zu erzählen? Ich halte hier alles sauber, damit die Blumen besser zur Geltung kommen. Okay. Ja. Ein Knapfel und ein Schalaraffel. Ich glaube, Schalaraffel möchte Knapfel essen. Tu was dagegen! Ich denke, dass sich mein Pokémon erst dann richtig entwickelt, wenn es mit den Menschen zusammenlebt und viele neue Freunde findet. Also mein Knapfel hat sich weiterentwickelt, Guten Tag. Wenn das Turnier und der Champ Cup losgehen, kommen Menschen und Pokémon von überall her. Es ist wie ein großes globales Fest. Okay. Es gibt immer mehr Trainer, die den Champ kämpfen sehen wollen und dadurch richtig angespornt werden. Das macht die Kämpfe viel aufregender. Ich werde der Champ nächstes Mal. Ignoriert das euch. So, hi. Meine Eltern arbeiten beide als Liga-Angestellte. Deswegen sind sie nie zu Hause, wenn der Champ kämpft und ich langweile mich hier. Ja, es gibt ja einige, die ja tatsächlich auch irgendwo zu Hause sein müssen, weil eben die Eltern beide arbeiten. Das ist ein bisschen blöd, klar, aber manchmal ist das eben nicht änderbar. Ne? Das ist eben manchmal nicht. Ich habe nur noch das Gorr-Stadion vor Augen. Okay. Gut. So, gehen wir mal in den Park. Hier im Park gibt es auch einige Sachen zu schauen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier irgendwas itemtechnisches ist. Ich glaube nicht. Hier vorne nicht, aber da hinten gibt es itemtechnisch einiges zu holen. Ich finde, er freut sich, ja. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ich mich freuen darf. Der freut sich nicht, dass er sich freuen darf. Also ich weiß nicht. Also ich freue mich nicht. Und ich freue mich auch über einen Grassamen. Grassamen gibst du den Samen einem Pokémon zum Tragen, setzt es ihn ein, wenn ein Grasfeld aktiv ist und erhöht dadurch seine Verteidigung. Ja gut. Ja, ein Item, was ich nie benutze. Vielleicht nutzen das einige taktisch. Eher nicht, tatsächlich. Normalerweise, wie gesagt, bin ich ja immer derjenige, der immer gerne alles Mögliche taktisch einsetzt. Oder das, also das nicht. Gegen Pokémon, die das Wetter verändern, setze ich am liebsten Pokémon mit einer hohen Initiativewert ein. Ja, wir haben dagegen ein Pokémon, was zwar einen hohen Initiativewert hat, aber auch ein bestimmtes Item. Und dieses bestimmte Item nennt sich Schutzbrille. Diese Brille schützt ihren Träger nicht nur vor wetterbedingtem Schaden, sondern auch vor vielen Attacken, bei denen Puder eingesetzt wird. Dringend zu empfehlen, schaut euch das in meinem Let's Play an, wo ihr es herkriegt. Richtig starke Seite. Roy liebt es, seine Kämpfe mit Sandsturm zu beginnen. Das wissen wir. Haben wir gesehen, haben wir genutzt. Nur bestimmte Pokémon können ultimative Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich einem deine Pokémon dabei bringe? Ja, natürlich. Welche Pokémon? Ach, unsere Starter. Ja, das ist doch mal eine schöne Sache. Ja, das Blöde dabei ist, tatsächlich hatte ich wirklich mal überlegt, am Anfang das hier sozusagen so lange zu übernehmen mit Wassersäulen und hast du nicht gesehen, bis hier diese ultimative Attacke kommt. Die ultimative Attacke ist eine Risikoattacke. Das kann ich euch schon bei allen zeigen. Ich zeige sie hier im Endeffekt bei Intelligent, weil bei den anderen bringt es eigentlich relativ wenig. Das Ziel wird von einer Wasserkanone getroffen. Anwender setzt eine Runde aus. Das ist eigentlich im Endeffekt der Hyperstrahl für die bestimmten Pokémon-Typen. Tendenziell, wie gesagt, also das ist schon eine heftige Geschichte. Wenn du jetzt wirklich volles Risiko gehen musst, ist es was Sinnvolles. Deswegen machen wir das Wassersäulen weg.
dann holen wir dafür Aqua Haubitze. Der Schlüssel zum Erfolg mit ultimativen Attacken liegt darin, wie du mit ihrer zerstörerischen Kraft und den Folgen des Einsatzes umgehst. Ja, deswegen, das ist es ja eben gerade. Ich gucke mir natürlich auch für euch extra noch die anderen Starter an. Dann haben wir hier natürlich die loderne Kanone. Genau dasselbe ähnlich. Das Ziel wird von einer starken Explosion getroffen. Für Libero alles andere als sinnvoll. Es ist ja, Spezialangriff ist sogar deutlich schlechter. Also der Feuerball ist um Längen besser. Also selbst die Kopfnuss, wenn man sich das mal ungefähr durchrechnet, ist die Kopfnuss ganz knapp besser als Feuer, als Lodekanone. Also dementsprechend, es ist nicht wirklich sinnvoll. Und natürlich gucken wir das auch an für unseren Kollegen Gortrum. Auch für Gortrum eher sinnlos in der Hinsicht. Floras Staude, mächtiger Angriff mit Ästen. Der Anwender muss eine Runde aussetzen. Wie gesagt, ist auch der Hyperstrahl. Aber auch hier völlig sinnlos, ihn mitzunehmen. Trugschlag brauchen wir ja für Pokémon-Fänge. Durchbruch, wie gesagt, ist eine super Kampfattacke. Abschlag für Unlicht der Sachen und Trommelschläge ist seine Signature-Attacke dementsprechend. Ja, der ein oder andere möchte jetzt sagen, so von wegen, oh, er hat's gesagt. Ja. Ich hab's auch mal gesagt, sorry. Ist halt einfach so, wenn du die in letzter Zeit von anderen Leuten das angeguckt hast und die regelmäßig sagen, oh, Signature-Attacke, denkst du dir auch so, oh Gott. Irgendwann übernimmst du es dann auch in deinem Sprachgebrauch, irgendwann. Der eine oder andere wird jetzt sehr stolz auf mich gerade sein. Oder auch nicht. So, was hast du zu erzählen? Ich gehe mit meinem Pokémon picknicken. Alles klar. Dann waren wir jetzt nur nicht in der Mitte, ne? Ja, waren wir nur nicht in der Mitte. Da gehen wir natürlich jetzt auch nochmal hin zum Bahnhof. Den schauen wir natürlich uns auch an und dann gehen wir natürlich die Story weiter. Das heißt also, diejenigen, die sagen so von wegen, so ein unwichtiger Part, ich habe es am Anfang angekündigt, Leute. Score City ist so riesig. Dank der Monorail und den Flugtaxis kann man sich aber zum Glück einwandfrei zurechtfinden. Alles klar. Ja, der Bahnhof kann man hier mal sich ein bisschen anschauen, ein bisschen umschauen, ein bisschen shoppen gehen. Tendenziell, ein paar Bälle nehmen wir mal wieder mal. 20 mit, weil warum nicht? Premierbälle haben wir 2. Top-Genesung, ja, auch gute, schöne Sache, aber. So, was hast du denn da drüben zu erzählen? Das ist ein schöner Shop, definitiv. So, hier können wir mit der Bahn fahren, Zug fahren, haben wir kein Interesse. Aber theoretisch kann man hier mit dem Zug fahren. Hi. Hier entlang geht es zu einer der berühmtesten Monorail-Stationen von Score City. Die Monorail-Station dreht immer zu ihre Kreise in Score City. Einfach toll. Ja, das stimmt. Wir haben das ja vorhin schon gesehen am Hotel. Wir können natürlich das auch am Score-Stadion machen. Das werden wir natürlich auch gleich. Oh, man muss also die Monorail nehmen, wenn man zum Rose Tower den Rose Tower erreichen will. Ja, kommen wir mal auch irgendwann später zu. Meine Pokémon stehen total auf Musik. Gefällt ihnen ein Song, sind sie nicht mehr zu halten. Okay, hallo Zickzacks. So, hier können wir nichts holen. Doch, Getränke. Wir können hier Getränke holen. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Unsere Pokémon sind schon leider zu stark für das. Im Stadion bin ich auf die Kämpfe fixiert, dass ich einfach nichts essen kann. Deshalb futtere ich jetzt auch mal schon mal was vor. Ja, mach das. Es gibt so viele Touristen von Score City, da ist es wichtig, dass ich etwas für jeden Geschmack habe. Hier sind nochmal ein paar Automaten und ja, das war's. Also tatsächlich gibt es hier nicht so viel Interessantes zu gucken, aber das macht nichts. Dafür gehen wir im nächsten Teil wieder was zum Interessanten zu gucken, denn da machen wir natürlich die Storyline weiter. Und jetzt sind wir am Hotel. Hotel, hier hatte ich ja vorhin gesagt, ist das, wo wir hier hätten reingehen können, aber wir fliegen jetzt mit der Monorail von A nach B. Wer weiß, ob das nicht zukünftig auch mal so sein wird, also irgendwann mal in 100 Jahren. Monorail überall. Hier haben wir ein Item, X-Kapsel, Initiative. Jeder so wie er mag. Hier haben wir natürlich auch einige Fans, die kennen wir ja bereits. Hier haben wir nochmal X-Angriff.
Kapsel X Angriff, das ist eher unwichtig. Aber nun gut. Was soll's? Was willst du mehr als TMs? Und die wollen wir natürlich haben. Unter anderem möchte ich selbstverständlich den Ableithieb haben. Jetzt fragt einer noch sagen, warum immer? Doch, den möchte ich haben. Tatsächlich werde ich auch überlegen, ob ich hier einige andere noch holen werde. Wenn ihr jetzt sagt, so von wegen, aber immer, du hast noch nicht genug Geld. Überleg mal zurück, als ich diese Sachen gekauft habe und gesagt habe, ich weiß, wie viel Geld wir haben. Dementsprechend ist es alles ganz easy, alles ganz locker. Wir haben dazu ja auch noch viele Schatz-Items noch. Schatz-Items, danke. Die wir hier allesamt alle verkaufen könnten, wenn wir Bock haben. Also Duftpilz zum Beispiel können wir einmal verkaufen. Riesen-Nugget können wir einmal verkaufen. Wir behalten ja alles einmal, hatte ich ja schon mal erwähnt, damit wir dann gegebenenfalls zu einem Antiquitätenhändler gehen können, um eventuell diese Sachen dann auch dazu noch richtig teuer zu verkaufen. So, ja, gerne mal eine Sache, diese Kapseln hier. Leute, wenn ihr sie nicht braucht oder nicht setzen wollt, verkauft sie. Kriegt dafür ein bisschen Kohle. Nicht viel, aber ein bisschen. Und solltet ihr definitiv machen. So, was haben wir noch? Luxusapfel können wir auch noch ein bisschen verkaufen. Lauch, ach ja, Lauch. Lauch brauchen wir eigentlich nicht. Luxusapfel gibt es auch überall in jeder Ecke in der Naturzone. Nein. Oder doch? Warte. Wir können hier Unverkraut noch verkaufen. Kommen wir noch darauf? Toastbrot behalten wir. Würstchen behalten wir auch. Okay, wir haben nicht genug. Schade eigentlich. Ja, das Fossil, das brauchen wir noch später. Das hoffe ich einfach mal darauf, dass das irgendwann mal so relevant sein könnte. Was haben wir denn hier sonst für Items, die wir wirklich überhaupt nicht benötigen? Also Ewigstein, 2 Stück. Wir brauchen nur einen. Feuersteine ist in Ordnung, flink. Ah, das sind jetzt einfach wieder gut. Lassen wir mal so viele. Hilft bei einer Entwicklung. Ja, das ist auch leicht lehm. Einmal, ja, Normaljuwel behalten wir natürlich. Schutz. 4 Stück Sonderbonbons haben wir 3. Wasserstein haben wir 7. Brauchen eigentlich nicht so viele. AP Plus haben wir. Funkelstein haben wir. Ja, sonst denke ich mal, haben wir wirklich hier alles, was wir brauchen. Okay, dann kann ich mir das doch noch nicht kaufen. Ich hatte überlegt, eventuell sowas wie Donnerschlag, Feuerschlag, Eisheap. Und wir wollen natürlich den Eisheap haben. Weil das Problem war ja das, was wir ja letztes Mal ja gesagt haben. Wir haben noch keine Eisattacke. Und deswegen möchte ich gerne den Eisheap unter anderem erlernen lassen. Ich hoffe, dass die Attacken beide jemand kann. Ableithieb, selbstverständlich. Dankeschön. Auch Gott sei Dank. Gott drum kann Ableithieb. Weil ich möchte gerne den Durchbruch wieder verlernen. Warum möchte ich das verlernen? Hier steht es. Entzieht dem Ziel Energie. Die Hälfte des Schadens wird als KP hinzugerechnet. Super. Gegen Reflektor und Barrieren durchbricht das. Ganz ehrlich, das benutzen wir so gut wie nie. Und lieber KP haben als irgendwie sowas. Und zu guter Letzt natürlich der Eisheap. Lashokin kann Eisheap. Das ist nämlich wichtig. Lashokin kann Eisheap. Heilwoge, wie gesagt, ist bei Doppelkämpfen sehr sinnvoll. Haben wir bislang nicht benötigt, ne? Das ist eben die Sache. Wir haben Heilwoge bislang nicht benötigt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir für irgendwas noch Heilwoge brauchen jetzt. Oder? Nee. Wir lassen den Eisheap erlernen. Dann haben wir eine Eisattacke für den Fall der Fälle. Und dann wird es das wohl gewesen sein. Gegen wen treten wir da als erstes an? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir belassen das Thema so. Und das war's dann für jetzt. Für diesen Moment ein langer Teil. Wie gesagt, haben wir heute sehr viel uns angeschaut in Score City. Im nächsten Teil geht die Story weiter. Ihr habt jetzt einige Tricks und Tipps vielleicht gekriegt. Ich hoffe es zumindest. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mir geschaltet seid. Bis dann. Ciao.